Wie wir wissen, Freunde, ist einer der bekanntesten YouTuber MrBeast. Und genau er hat einen Burger rausgebracht. Er ist zwar jetzt nicht neu, schon etwas alt, aber auch nicht zu alt. Diesen Burger haben schon Primax, Max, Evanio, viele andere YouTuber schon gekostet und probiert. Da ich leider noch nicht in Amerika war und du vielleicht auch nicht, aber wissen willst, wie das schmeckt, dann bleib bis zum Ende dran, denn heute machen wir den MrBeast Burger. Los geht's! Was vergessen? Abonnieren, Daumen nach oben lassen, aktiviert die Glocke, kommentiert auch, was ihr Bock habt. Und jetzt geht's los. Allgemeine Informationen und Rezepte, Leute, wie immer in meiner Infobox. So, Leute, was wir jetzt brauchen, ist eine Zwiebel. Ich schneide die am besten so. Okay, und für diesen Burger brauchen wir echt nicht so viel Zwiebel, also. So, und das schneiden wir erstmal so hier, Leute. Das ist jetzt nicht so scharf, aber ich schneide das mal so rein. Hier noch. Und dann, Leute, drücken wir unsere Hand hier drauf. Wirklich nur so tief, wie viel wir auch brauchen. Und jetzt, Leute, schneiden wir die einfach rein. Jetzt könnt ihr sehen, haben wir so schöne kleine Würfel. Okay, so, das war's auch. Mehr brauchen wir auch nicht. Das ist jetzt auch für einen Burger. Und das packen wir alles schön in eine Schale rein und weg damit. So, die Zwiebeln haben wir jetzt fertig geschnitten. Was wir jetzt brauchen, ist einfach nur Bun, Käse, die Soßen. Und dann können wir es auch anfangen zu braten, belegen, etc. Und das zeige ich euch alles Step by Step. Und ja, vorher gesagt, kann sein, dass es ein kurzes Video wird. Aber die Hauptsache, ihr bekommt diesen MrBeast Burger. Denn ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird, Freunde. Bewertung war jetzt nicht so krass, also für die deutschen YouTuber. Aber die amerikanischen, glaube ich, haben die mehr gepusht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Je nachdem, wer das war. Wie ich jetzt immer sage, Freunde, Geschmackssache. Jeder hat anderen Gaumen, Zungen, Geschmacksknospen. Und ja, den einen schmeckt es, den anderen nicht. Wie es mir schmecken wird, ist eine Frage. Das werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden. Das ist unser Fleisch. Es ist halt beliebig, Leute, wenn ihr es jetzt direkt frisch haben wollt, dann macht es frisch. Was sehr wichtig ist, ihr dürft es nicht würzen, beziehungsweise das Fleisch darf nicht voll gewürzt werden. Das teilen wir jetzt auf jeden Fall auf, hier in zwei Hälften. Und das schlagen wir uns erstmal so ein bisschen, machen uns das schön fest. Okay, dass wir das schon Kugel bekommen. So. Selber nochmal mit denen. Fest. Du kannst schon sehen, dass es ein bisschen anders aussieht. Packen wir jetzt hier schon drauf. Jetzt haben wir die schön vorbereitet. Nicht vergessen, nicht würzen. Wirklich, ihr dürft die nicht würzen. Weil die werden gleich gewürzt. Dann könnt ihr schon gleich sehen, wann. Jetzt kommen wir zum Käsesort. Was wir brauchen, Freunde, an Käse ist auf jeden Fall das hier. Das ist mein Käse. Also das ist die, die ich am meisten benutze für den Burger. Also der kommt echt gut. Diese Käse werden wir jetzt benutzen. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Pickles. Also wir brauchen Sauergurke. Eine wird vollkommen reichen, Leute. Die erste ist einfach schon hier weg. Einfach ein paar Scheiben, das wird auch schon genügen. Ein paar Scheiben und das haben wir auch schon. Was der Burger beinhaltet an Soßen, Ketchup, Senf, Mayo. Das sind die drei Soßen, die der Burger beinhaltet. Also ich dachte jetzt wirklich, dass so eine krasse Soße drauf kommt. Aber das sind einfach die drei Standardsoßen, die werden jetzt auch drauf geballert. Und jetzt geht's ran ans Braten. So, unsere Pfanne hier drauf. Anmachen und den machen wir jetzt schön auf höchste Temperatur einmal an und lassen unsere Pfanne einmal schön heiß werden. Was ihr dann braucht, Leute, ist einfach, wir brauchen hier so ein Barbecue-Gewürz und einmal so ein Burger-Gewürz für die Patties, weil MrBeast für sein Patty kein Pfeffer-Salz benutzt, sondern Barbecue-Gewürz und die werden wir jetzt auch natürlich benutzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit diesen Gewürzen schmecken wird, ob das ein krasser Unterschied sein wird. Langsam warm, Leute. Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? Ihr wisst ja, in meinen Videos erzähle ich immer Stories. Da würde ich sagen, eine kleine Story über MrBeast und seinen Burger. MrBeast, 7. Mai 1998 in Wichita, Kansas, bürgerlicher James Jimmy Stephen Donaldson, ist ein US-amerikanischer YouTuber und Betreiber von insgesamt 5 YouTube-Kanälen. Er gilt als Pionier eines Genres von YouTube-Videos, das sich auf teure Stunts, Herausforderungen konzentriert. Sein Hauptkanal MrBeast mit 236 Millionen Abonnenten, die zweitmeisten auf der Plattform und ist der meist abonnierte Kanal einer Einzelperson. Im Jahr 2020 eröffnete Donaldson sein erstes Schnellrestaurant namens MrBeast Burger in Wilson, North Carolina. 3 Monate nach der Eröffnung überschritt MrBeast Burger die Marke von 1 Million verkaufter Burger. Seit der Eröffnung wurden Pläne für die Erweiterung der Standorte von ausliefernden Restaurants für MrBeast Burger bekannt gegeben. In Kanada sind seit Anfang Februar 2021 MrBeast Burger von 5 Standorten bestehender Restaurants in Toronto, Edmonton und in Calgary lieferbar. Anfang Mai 2021 kamen die 5 ersten ausliefernden Restaurants im Vereinigten Königreich hinzu. Seit Anfang September 2022 gibt es ein MrBeast Burger Restaurant in den amerikanischen Dream Meadowlands in East Rutherford, Bergen County und New Jersey. Für mehr Informationen über MrBeast findest du auf der Website Wikipedia. Ich hoffe, die Story von MrBeast hat euch gefallen, Leute. Deine Geschichte ist jetzt vorbei. Es geht weiter mit Kochen. Es wird jetzt wieder qualmen und zischen. Jetzt wird einmal schön festgepresst. So. Einmal schön drauf.
liebe immer diesen Geruch, ne, von den Burgies, ne. Weil ich ihn gerade drauf geballert habe, Leute. Und jetzt, Leute, kommt unser Gewürz. So, sieht gut aus, ne? Nachdem wir das auch gemacht haben, können wir jetzt, glaube ich, wenden. Ein bisschen drauf lassen. Warum lassen wir es drauf? Damit die Form ein bisschen so bleibt. Wir können uns eine Scheibe Käse packen. Bevor sie aber noch drauf kommt, wieder nochmal würzen. Und dann kommt unsere schöne Scheibe Käse drauf. Punkt war, bis es anfängt zu schmelzen. Wie ihr sehen könnt, fängt es langsam an zu schmelzen. Wir müssen es rauspacken. Schön hier auf unseren Teller, der schon vorbereitet ist, drauf. Jetzt packen wir den nächsten und direkt wieder smashen. Einmal schön fett smash. 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 Okay. Wieder würzen, Leute. Euren Gewürz packen. Wieder würz. Jetzt kommen Sie, der Burger wird auf jeden Fall sehr würzig. So, der Patty ist auch fertig. Auch hier drauf. So, nachdem wir unsere Patty fertig gemacht haben, werden wir das hier einmal kurz abkratzen. Temperatur können wir leicht runter machen. Jetzt, Freunde, kommt unser schöner Bun, den wir jetzt mit Butter beschmieren werden. Danach werden die auch schon draufgelegt. Bun Nummer 1. So, ne? Und die andere Seite. So sollen die Buns am Ende aussehen. Und jetzt gehen wir rüber zum Belegen. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Belegen. Was sehr wichtig ist, so, was wir jetzt machen, Leute, ist, packen uns Mayo. Verteilen das hier schön. Unsere geschnittene Zwiebel hier drauf. Okay. Sauergurken. Eine Patty Nummer 1. Okay, Patty Nummer 2, Ketchup, Senf. Und zu allerletzt, Freunde, kommt der Deckel drauf und kommen zu unserem Mr. Beast's Burger. Jetzt kommen wir auch zum letzten und wichtigsten Teil des Videos, zum Geschmack des. Schmeckt dieser Mr. Beast Burger oder nicht? So, Leute, der sieht schön aus. Er ist auf jeden Fall sehr lecker, sehr saftig, maftig, gut, quadratisch, praktisch gut. Aber wie die anderen auch sagen, ist nichts Besonderes. Ist ein einfacher Burger. Aber war auf jeden Fall eine Erfahrung zusammen, mal was Neues, mal auf Mr. Beast's Geschmack zu kommen. Und ja, das war's auch mit dem Video. Wie immer, Leute, abonnieren, Daumen nach oben lassen, aktiviert die Glocke und kommentiert, ob was ihr Bock habt. Dann heißt es wieder, bis nächste Woche Sonntag und alle Frische wieder. Peace out.